Falls ihr euch je gefragt habt, was wohl passiert, wenn man Crash Bandicoot mit Gorilla Tag mixt und das Ganze mit einer kindgerechten Version der Geschichte von Apes Odyssey garniert, dann habt ihr mit Outer Hands jetzt endlich die Antwort darauf. Als kleines, kurzbeiniges, dafür aber mit Popeye-Armen bestücktes Experiment eines bösen Wissenschaftlers sollt ihr nicht, wie eigentlich erwartet, endlich eure Aufgabe zugeteilt bekommen. Stattdessen sollt ihr aussortiert und eliminiert werden. Bei einer Routineuntersuchung wurde herausgefunden, dass eure zerebralen Funktionen auf einem zu hohen Level sind. Mit anderen Worten, ihr seid zu klug. Und das gefällt dem bösen Wissenschaftler gar nicht. Zum Glück werdet ihr von einer mysteriösen Frau gerettet, die scheinbar ihr ganz eigenes Interesse an euch, oder besser gesagt an eurem gut ausgebildeten Gehirn gefunden zu haben scheint. Ihre Stimme führt euch durch die mit Fallen versehenen Räume des Labors und gibt euch jederzeit Tipps und Tricks, wie ihr es lebendig in den nächsten Raum schaffen könnt. Immer wenn ich einen neuen VR-Titel anspiele, schaue ich immer auf die Komforteinstellungen. Nicht weil ich die nutzen will, sondern eher weil ich sie ausschalten möchte. Outer Hands bietet hier zum Glück die üblichen Einstellungsmöglichkeiten an, die scheinbar noch längst nicht bei allen VR-Titeln zum Standard geworden zu sein scheinen. Wir können uns hier zwischen Snap und Smooth Turn, also dem Rotieren um die eigenen Achsen mit Joystick in festgelegten Abständen oder dem freien Drehen in der gewählten Geschwindigkeit entscheiden. Wir können zudem eine Vignettierung hinzuschalten und diese in ihrer Intensität einstellen. Außerdem können wir noch einige visuelle Effekte, wie das von Motion Sickness geplagten, gefürchtete Bildschirmwackeln ausschalten. Outer Hands bietet hier sogar noch eine zusätzliche Komforteinstellung an, die sich gameplaybedingt einfach anbietet. Wenn immer wir springen, wird der Sprungpfad angezeigt. Wir wissen also genau, wo wir landen werden, was der Orientierung auf jeden Fall hilft und im Idealfall Motion Sickness zusätzlich verringert. Allerdings muss man auch sagen, dass das Gameplay zeitweise sehr hektisch und rasant wird und Leute, die zum Motion Sickness neigen, hier vielleicht dennoch Probleme bekommen werden. Schauen wir uns vielleicht mal das Gameplay an. Wir können uns zuallererst für zwei verschiedene Spielmodi entscheiden. Zum einen ist da der Story-Modus, zum anderen der Endlos-Modus. Wir bewegen uns fort, indem wir uns mit unseren überdimensionierten Armen vom Boden abstoßen. Allen Gorilla-Tag-Fans wird das sicher bekannt vorkommen. Je fester und schneller wir uns vom Boden abstoßen, desto schneller und höher springen wir. Formen wir mit den Händen eine Faust und schlagen nach vorne, dann dehnen sich unsere Arme ein ganzes Stück weit in die jeweilige Richtung, so dass wir Gegner, die weit weg stehen, ordentlich vermöbeln können. Da wäre selbst Ruffy von One Piece neidisch. Sind wir in der Luft, so können wir mit den Armen flattern, um ein kleines Stück gleiten zu können. Damit sind die Grundbewegungen eigentlich erklärt, aber die einzelnen Level bieten verschiedenste Möglichkeiten, uns zu bewegen. Es gibt unzählige bewegliche Plattformen, über die wir springen müssen. Wir stoßen uns von einem Pilz ab und unser Sprung wird automatisch zum nächsten Pilz geleitet. Wir können von Wand zu Wand springen, im Sprung Gegner verprügeln, was unseren Sprung noch weiter verlängert, an Lianen entlangrutschen, Rampen herunterrutschen und so weiter. Man wird hier gut an die Hand genommen und nach einigen Minuten ist es so, als hätte man sich eigentlich nie anders fortbewegt. So springen und schwingen und kämpfen wir uns durch das Labor, bis wir auf einen Boss treffen. Die sind zwar deutlich schwieriger als die anderen Gegner, können aber gegen unsere baumstammdicken Arme natürlich auch nicht ankommen. Das Gameplay insgesamt ist rasant, teilweise chaotisch und hektisch, aber es macht einen Heidenspaß. Alles geht irgendwann leicht von der Hand, funktioniert alles genauso, wie man sich vorstellt. Das Ganze ist mit einer Prise Humor gewürzt, die die Sache doch runder macht. Der Schwierigkeitsgrad ist eher leicht bis mittelschwer. Meistens stirbt man, weil man sich irgendwie bei einem Sprung verkalkuliert hat. Aber die Checkpoints sind derart fair gesetzt, dass nicht mal ein Boss das Leben regeneriert, wenn man im Kampf stirbt. Es ist aber manchmal ganz schön tricky, wenn es darum geht, die ganzen Sammelobjekte einzusammeln, die teilweise an unmöglichen Stellen hängen und schweben. Da muss man seinen Grips dann doch auch mal anstrengen und ein bisschen an seiner Geschicklichkeit feilen. Die Grafik ist insgesamt für ein Quest 2 Standalone-Spiel gut. Natürlich gibt es hier und da auch matschige Texturen und ich denke, dass da vielleicht noch ein Quäntchen mehr drin gewesen sein könnte, aber dafür stimmt der Artstyle mit seinem zeitlosen Comic-Look und dem schrägen Design der Experimente. Das sieht schon cool aus.
Die Musik passt auf jeden Fall zu dem schnellen Gameplay. Flotte elektronische Klänge. Gleichzeitig ist jetzt aber auch kein Titel dabei, an dessen Melodie man sich hinterher erinnern würde. Das erwarte ich bei einem solchen Spiel aber auch gar nicht. An wen richtet sich das Ganze denn? Sicherlich schon eher an ein jüngeres Publikum, aber auch ich hatte viel, viel mehr Spaß an dem Ganzen, als ich je vermutet hätte. Dass es überhaupt einen ausgereiften Story-Mode gibt, ist ja schon ein Bonus, aber das insgesamte Polishment ist es, was für mich besonders raussticht. Ich habe in der ganzen Spielzeit keinen einzigen Bug finden können, die Performance ist einfach top, aber mein absolutes Highlight sind die Bosskämpfe gewesen tatsächlich. Ich kann auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen, probiert es aus, gebt Outer Hands mal eine Chance, es könnte sich für euch lohnen. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo oder einen Kommentar, das hilft mir und freut mich wahnsinnig. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Video und ciao.